Ja, liebe Autofreunde, was läuft da beim Bauerhausi? Die ersten Meter mit dem neuen Flug, der muss da jetzt eingestellt werden, justiert. Jawohl. Ja, er hatte da Körnermais und hat eine leichte Missgabe gemacht. Und ich glaube, er will da Ackerbohnen säen, wenn ich richtig orientiert bin. Gutes Biofutter. Jawohl. Ja, ich bin da echt erstaunt, wie wenig das da geschraubt werden muss. Der hat den angehängt und der läuft schon fast gut. Kleine Justierungen müssen da sicher noch gemacht werden, aber erster Eindruck sehr gut. Also, Thomas, erzähl uns mal was über den neuen Flug. Ja, Hans, ich danke dir und deinen Kollegen für das Vertrauen gegenüber der Firma Böttinger Althaus und Firma Bieri für die Anschaffung dieses Vierscharpflugs. Hier haben wir einen Servo 25 Onland. Der Flug ist so, wie er in dieser Ausführung ist, Körperabstand 95 und mit Streifenriestern ausgerüstet, Scherschrauben. Das Wichtigste ist bei der Anschaffung eines Fluges, er muss rot sein und gelbe Werkzeuge haben. Des Weiteren, bei der ersten Betriebnahme des Pfluges ist darauf zu achten, dass der Reifendruck des Schleppers angepasst ist, plus die Unterlenkerhöhe stimmt. Des Weiteren, alle weiteren Einstellungen werden hauptsächlich am Flug gemacht. Das heißt, wir haben über das Pendelstützrad die Möglichkeit, die Arbeitstiefe zu verstellen. Wir haben die Möglichkeit, über die Spindel die Erstschnittbreite. Was gibt's noch zu sagen über den Flug? Ist dieser Ausführung der 25er die kleinste Bauart, wie es gibt von Böttinger. Es gibt dann die 35er, 45er und größere Serien. Der Flug hier ist sehr leichtzügig, ist für die Böden, wie wir sie hier haben, in Ersingen ideal. Hat des Weiteren die Möglichkeit, durch die höhenverstellbaren Vorschäler auch den Mais oder auch hier, wie wir es hier haben, den Mist gut einzupflügen. Des Weiteren sind die Verschleißteile hier auch einzeln ersetzbar. Das heißt, wir haben die Spitze, das Sech, wo wir aus Einzelteile oder wie jetzt bei der Streifenriesen auch die einzelnen Riesen, ohne dass wir die ganze Riesen ersetzen, die Möglichkeit, diese einzelnen bei Verschleiß zu ersetzen, und das ist ja das Ziel beim Flug, dass er so lange wie möglich hat, bis man die Teile das erste Mal ersetzt. Ich möchte mich nochmals bedanken bei dir, Hans, und deinen Kollegen. Es macht immer Freude, bei dir auf dem Hofe zu sein, und wünsche euch eine gute Saison 2015. Ja. Auch vielen Dank da auf dem Betrieb von Bauer Walter, auf dem Biobetrieb von Bauer Walter. Die ersten Furchen, die wir gezogen haben, waren Biofurchen. Super.